Hey ihr Leute, die gerne fürs Morbide zu haben sind, ich bin der Bruga und das hier sind die Leute, die mich unter anderem monatlich supporten. Amaterasu Hart, Amaya Neko, Ani Nakashima, Ani 1407, Bienchen Maya, Black Rabbit LP, Bleary Cabbage 8, Bluefire 486, Cindy H, Commander Game, Dinok XCX, Drake 93, Onkorn 90, Erasion Korane, Green Tiger B, Hero Leipzig, Leon der Mettler, Lichtkrieger, Maurice MZ, Metal Dragona X, Mr. Numdos, Neo Chaos, Nixstar, Not So Toxic, Pat Kadi, Panarik 90, Patrick Koller, Poison Ivy, Pupu Fischpup, Raik Poretzky, Rylion Donovan, Rufus Platus, Schattenmonster, Sebastian HH, Segojan Fantan, Simirizzi, Simon Kaiser, Sir Lieselotte, The Phoenix, Torf Erde, Troop 2222, TWD Mr. Wayne, Woodsley, X-Rock und ZX94. Ja, und da das Ganze ja ein Horrorspiel ist, also sage ich euch jetzt so, auch mit Fratzencam, liebe Leute, der Autopsy Simulator, da warte ich schon ewig drauf und es ist erstmal nur die Demo. Leider sollte, glaube ich, schon vor 2 Jahren kommen oder so, da stand schon Release Soon auf Steam, aber jetzt ist die Demo da zum Steamfest und ja, ich zock sie mit euch. Ich freue mich sehr darauf. So, nochmal danke für die Unterstützerinnen und Unterstützer, hilft mir sehr weiter jetzt in den Monaten, wo es gerade echt flau ist, wieder mal mit der Werbung, aber... Was willst du machen? Wenn ihr das gerne machen wollt, mich unterstützen. Ich werde vielleicht in Zukunft bald noch Patreon einrichten und dieses andere Steady HQ, weil die haben alle so Prozente, die sie abziehen. Das finde ich eigentlich nicht so geil, aber ja. Ansonsten Kanalunterstützeroption, wenn ihr möchtet. Ist keine Pflicht, aber liken und kommentieren sollte ja drin sein. Also Dankeschön dafür. So, wir starten neu, Leute. Ich bin gespannt, wie lange die Demo geht. Ich kann nur sagen, es ist kein reiner Autopsie-Simulator, wo wir wissenschaftlich und detektivisch Leute auseinandernehmen müssen, sondern... No, do not call me anymore. It's none of my business. Da ist auch Horror bei, ne? So, gibt natürlich keine Vorgeschichte so richtig. Ist ja nur die Demo, deswegen werde ich auch ein bisschen drüber quatschen. Whisky. Was? Ich hab meine Probleme, aber ich werde jetzt bestimmt nicht bei der Arbeit saufen. Oh, shit. It's only Thursday. Sorry, ich bin ein bisschen erkältet. Hoffe, es ist kein Corona. Hey, Alice, du kannst dir nicht mal vorstellen... Wie sehr ich dich vermisse. Tickets. Für Aerosmith. 91. Oh, the cops from Steven's visit yesterday. I don't think he likes my coffee. He barely took a sip. Die Stimme ist richtig geil, oder? Und kippen. Extra strong! Sieht aus, als wäre es ein Spielzeug oder... Ja, so Kaugummi-Zigaretten vom Logo her. Oh, sind wir hier. Was? Reed mit R. Sorry, Ich mache mich mal hier oben hin, weil es passt nicht so ganz. Hoppala. So. Passt nicht so ganz von den Textfenstern da unten links. Hallo, hier ist Anna Burrows, Reporterin von der New Orleans Weekly. Orleans. ich könnte sie zu Hause nicht auffinden und sie sind auch nicht hier. Ich frage mich so langsam, ob sie mir aus dem Weg gehen, Mr. Hanman. Egal. Wie Sie wissen, möchten wir gerne etwas schreiben über die Errungenschaften ihrer Frau. Nachruf sozusagen. Ich wäre sehr erfreut, wenn ich darüber mit Ihnen reden könnte. Zusammen mit dieser Notiz lasse ich Ihnen meine Karte da. Lassen Sie mich Sie am Abend anrufen. Ich hoffe, dass Sie da zu der Zeit im Büro sind. Viele Grüße. A. Burrows. Okay. How am I supposed to record a lecture for the students now? Feeling completely broken. Ah, er ist auch noch ein Lehrmediziner, ja. Also ich muss noch was für die Studenten aufnehmen. Was? Alles durchgestrichen, VHS-Tape. Also es spielt auf jeden Fall nicht in unserer Zeit, ja. Steven. Since Alice died, Steven is the only person I trust. Ah. So. Love Alice. Oh nee, das hat er aufgehoben. Oh, ist das ein ekelhaftes Geräusch. Also seine Frau ist wohl tot, schon seit längerer Zeit. Jack und Alice, Wedding Ceremony. Oh nein. Jane Doe Autopsy, was haben wir noch? Der Holiday. Okay, alles unwichtig. Eine weitere Person wird vermisst. Ist es eine Serienentführung in Petersville? Die Polizei von New Orleans hat schon wieder eine vermisste Person aufgenommen. Also, es wurde eine vermisste Person gemeldet. Eine Frau. Das ist die dritte in diesem Monat. Ist das nur ein Zufall oder ist es eine. Ja, eine Verschwörung, sowas in der Art? Die lokalen Behörden können wenig sagen über die laufende über die laufende Ermittlung. Aber der Sprecher der Polizei von New Orleans, John Buchanan, sagte,
Wir haben uns entschieden, keine Informationen herauszugeben zu dieser Zeit. Heißt das, dass das Opfer schon identifiziert wurde? Unüberraschenderweise verlangt die Öffentlichkeit trotzdem Hinweise oder Einzelheiten über diesen Fall. Wurde bestätigt, dass die ganzen entführten Frauen aus lokalen Clubs oder Pubs entführt wurden. Nach der Polizei geschah dies am Freitagabend. Wenn Sie weitere Informationen haben und so weiter. Aber ich wette, dass... I'd go nuts if I don't take my pills. Okay, ich muss meine Pillen nehmen. Wie breche ich aus diesem Kreislauf? Am Ende sind wir der Entführer. Go to the bathroom. Leute, ich feier's jetzt schon sehr. Meds. Warte mal, ich muss leider noch mal ein Stückchen runter, sehe ich gerade. Ach Mann. Ich will die Kamera nicht ganz ausmachen. Ich finde, es gehört einfach dazu beim Horrorspiel. Fates Cam. Also die Pills. Gönn dir. Wir sind gleich runterschluckt. Boah. Was? Seife. Okay, was jetzt? Alright. Now I can go get the camera. Ich hoffe, es ruckelt nicht. Eben hat es ein bisschen geruckelt, aber wie gesagt, es ist nur eine Demo. It's starting to look like a garbage dump rather than a storage room. Was steht da? Hanman, leg ein Tape zur Seite für mich. Ich brauche die Kamera für den Geburtstag meiner Nichte am Samstag. Hey, Burrows. Das ist ein Riesenklopper. Well, I hope I won't forget to press the record button this time. Ja, es wirkt halt auch schon wie die 90er hier. So eine Kamera hatten meine Eltern auch. Ausgeliehen aus der Videothek konnte man das. Und meine Eltern haben halt viel auf VHS aufgenommen damals. Ist natürlich alles kaputt jetzt, ne? Von uns Kindern so der... Geburtstag und alles kannst du nicht mehr angucken. Die haben es halt leider nicht digitalisiert. Okay. Just frame it properly and... Oh, this should be fine. November 21st, 1991. Time, 8:43 p.m. Recording for medical students from the University of Missouri. The autopsy is conducted by Jack Hammond. Ladies and gentlemen, it is always worth having a look at the files before conducting the autopsy. That is where we can find all kinds of clues to what could have potentially happened to the deceased. Echt geile Stimme, oder? Also er sagte, er nimmt ja gerade auf ein Leertape und er sagt, es lohnt sich zuerst in die Aufzeichnungen zu sehen, was vielleicht eine Todesursache sein könnte. Well, who do we have here today? Okay. Mention rookie mistakes. The rookie mistakes. Oh yeah, that's right. That's my warrant to sensify you for a few issues. First, due to the fact that in the process of revealing and securing forensic traces, interference that changes the primary condition happens. The photographic documentation plays a huge role in the entire process of examination. Then, the body needs to be placed on its back on the autopsy table. The pathomorphologist stands on the left-hand side of the body. Third, very rarely but still, the cause of death remains unknown if all the tests come out negative. That's the so-called white autopsy. Now remember that it can also happen. Also man soll die Anfängerfehler, man soll alles fotodokumentieren. Die Leiche kommt mit dem Rücken auf den Tisch und man stellt sich links davon auf, am Kopf. Und ja, man soll alle Tests durchführen und wenn diese Tests fehlschlagen, dann ist die Todesursache unbekannt. Und das nennt man die sogenannte weiße Autopsie. Found on the outskirts of a parking lot near a gas station, where he often begged and insistently offered to clean the windows of cars that were leaving the station. The body was found in a dry field drain. A frequent cause of traumatic deaths among the elderly is the various types of accidents, including traffic accidents or falling down the stairs. The body was spotted by a station worker during the morning shift. At first, he thought that someone had thrown rain boots and a coat in a nearby ditch. It took him a moment to recognize a human body laying on its back. Signs of libation could be found around the dead body. Empty bottles, traces of an inept attempt to start a fire, and a scattered makeshift blanket. Also ja, die Todesursachen für alte Leute sind oft, dass sie die Treppen runterfallen, Autounfälle, sonstige Unfälle. Ja, der Typ war obdachlos auf jeden Fall. Er wurde hier gefunden, in der Nähe von der Tankstelle, von einer Regenjacke bedeckt. Deswegen hat der Typ, der ihn fand, erst gedacht, es wäre Müll oder so. Naja.
The deceased is locally known as Old Toby. Homeless and unemployed for at least a couple years. He had gotten into fights and had been bullied by the problematic youth of the town. He was that type of a man who never kept up alcohol, which caused him to be homeless. As a young man working in a suburban coal mine most of his life, he already abused alcohol, and as the time went by, he'd fall into addiction more. That's interesting. Although alcohol poisoning is the sole cause of death among the elderly people is relatively rare, different levels of alcohol poisoning happen among 1 in 4 deaths of elderly people, which may suggest that alcohol abuse is a significant issue in this age group. What is important to note, even though alcohol poisoning does not cause death, it does increase the risk of accidents and their following injuries. Ja, also der Typ war schon ein paar Jahre obdachlos, war ein stadtbekannter Betrunkener, hat in einer Kohlenmine gearbeitet als Jugendlicher und da mehrere Jahre Alkoholmissbrauch betrieben. Nachdem er da nicht mehr gearbeitet hat, wurde es schlimmer. Das hat auch dazu geführt, dass er obdachlos wurde. Und er sagte, interessant ist, dass eine von 4 Personen in der Altersgruppe unter Alkoholmissbrauch eben leiden. Und das führt nicht zum Tod, Alkoholvergiftung, aber es führt dazu, dass andere Unfälle passieren. The body was found at 7 o'clock by Sheriff Matthew Thompson. White male, 76 kilograms, 5'8", age unknown. The deceased is a local homeless man named Toby Chambers. His son runs a hardware store. His wife ran away years ago. Local police have talked to residents, so we know more about the deceased. For example, that he loved drinking, and by no means was abstinent. Such clues can direct us to things that are worth keeping in mind during the autopsy. Okay, also der Typ heißt Toby Chambers. Er wurde halt gefunden und er ist 1,80 groß, 76 Kilo, ist ja auch egal. Auf jeden Fall, ja. Mentioned. Okay, das war's, glaube ich. Mistakes. Okay, find and put the gloves on. Oh, where are the damn gloves? Ich finde das so cool gerade. Es ist. Also, wenn es darum geht, herauszufinden, was er gestorben ist, es ist ein richtig cooles Detektivspiel. Ach, hier. Now we can get to work. Ich mag sowas, ne? Should be here somewhere. Was? Noch eine Kamera? Ach, wahrscheinlich eine Fotokamera, keine Filmkamera. Ey, ich hab's voll drauf, direkt in der zweiten. Der Polaroid. Ruckelt das? Nee, sieht immer so ein bisschen aus, als würde es ruckeln, aber das ist halt... Ja. Let's follow the procedure and prepare photo documentation. We must follow the top-down rule. Luckily, we don't have to take pictures of the clothes this time. We are only focusing on the body. Let's keep in mind it's all about the legibility, not the perfect frame. Before we start searching for traces on the deceased's body, we have to take a main picture that goes in the files. Voila! Now we move on to the next step. Trace search. Ist denn, dass das Schütteln von Polaroids überhaupt nichts bringt? We're going to need better zoom here. We're going to need better zoom. And that's perfect. Irgendwelche Narben hat er auch an der Brust. Was könnte das sein? Sieht aus wie Brand. Nee, das hier sieht aus wie eine... Schlitzwunde oder so. Naja, keine Ahnung. Alter, die Füße, ey. People affected by homelessness most often die from accidents, alcohol abuse, or they freeze to death. Unfortunately, both suicide and homicide are also quite common. Ja, so wie es aussieht, hat er zu lange unbequeme oder kleine Schuhe getragen. Aber es ist auch nicht ungewöhnlich, dass Obdachlose oft Gewalt, also erfahren oder Selbstmord gehen irgendwann. Oh, die Hände. Wurde der festgehalten oder gefesselt? Die Handgelenke sehen ein bisschen danach aus. Well, you don't have to stand close to be able to smell a strong odor of alcohol and other discharges. There's nothing left to say. Old Toby didn't spare himself. Ja, man kann starken Alkoholgeruch wahrnehmen und andere Gerüche und Old Toby hat sich nicht verschont irgendwie. Oh, der hat einen fetten Bluterguss auf der Stirn, oder? Oh ja. Ich glaube, jemand hat ihm eins über den Schädel gezogen. Stumpfes Trauma, daran ist er bestimmt gestorben. While taking the photos, some entries that could be potentially lethal caught my attention. Let's take a closer look using the magnifying glass. Jetzt ruckelt's. Jetzt ruckelt's. Okay, es ist immer... Aber wie gesagt, es ist eine Demo. Ich denke mal, wenn es endlich dann rauskommt... Oh, das ist ja cool, was? Investigate the potential death causes. Take the magnifier from the tool wheel. Oh, ich feier's! Ich freue mich drauf. Eine Nadel, wir haben eine Zange, unsere Hand, eine Spritze, ein Skalpell und eine Säge. By the look of his feet, I assume Toby must have worn uncomfortable and dinky shoes for quite a while. However, such wounds have nothing to do with his death. Ja, der hat schon gesagt, die Schuhe waren sehr unbequem, aber es hat nichts mit seinem Tod zu tun. There are frostbite marks all over the deceased's body.
although they are most visible on the tips of his fingers. They can be recognized by the very specific color of the skin. However, the hands tell us much more. Also, ja, er hat gesagt, es gibt überall Narben von, ja, der Kälte, eben weil er unterkühlt wurde, die Hände. Also da sterben ja die Gliedmassen ab, die äußeren, also Zehen und Finger. Ja, aber das hat auch nicht zum Tode geführt. An old wound that hadn't healed properly. It must have been some kind of burn or other injury. Nevertheless, it has nothing to do with the potential cause of death. Ja, alte Wunden, die nicht gut verheilt sind, aber hat auch nichts mit der Todesursache zu tun. That's something interesting. While making photographic documentation, ecchymosis can be seen on the deceased man's head. The appearance indicates the intravital nature of the wound. We'll come back later to see if everything is all right with the brain. What do we have here? Ich finde das voll interessant, es ist auch noch richtig authentisch, was der hier sagt, ne? Ich meine, ich habe viele Serien gesehen, ne? Ich weiß auch nicht, ob das alles stimmte, aber... Ich wollte ja mal Medizin studieren, ich war nur, naja... Nicht zu doof, ich hatte halt kein Geld, weil das ist nicht billig und ich war zu schlecht, um ein Stipendium zu kriegen, sag ich mal. Mich interessiert sowas total. An old wound that hadn't healed properly. It must have been some kind of burn or other injury. Nevertheless, it has nothing to do with the potential. Das hast du alles schon mal gesagt? By the look of his feet, I assume Toby, however, he could be freezing to death. Ja, erfroren, aber es sieht nicht so aus, das Hämatom. The condition of the head tells us it could have been a fatal accident. Yeah, the odor can be the result of alcohol intoxication. At this point, that's all I can do based on all traces on the body of the deceased. The inside should tell me much more. Let's check the level of muscle tension. This will allow us to establish time of death. Let's raise the deceased's hand. Okay. Ja, wahrscheinlich wegen der Nekrose, nicht Nekrose, wegen der Muskelstarre eben. And then let go. The stronger the rigor mortis gets, the resistance from the muscles will be. As you can see, the hand falls loose. The rigor mortis has already subsided. We can then assume that the time of death stated in the files is correct. Also er hat gesagt, man kann an diesem Anheben des Arms, kann man sehen, wie die Muskeln nachgeben oder eben steif sind durch diese Leichenstarre. Und die ist einfach runtergefallen, also hat sich die Leichenstarre schon wieder gelöst. Ich weiß gar nicht, wie lange das dauert. Ein paar Stunden bis nach dem Tod und dann löst sie sich eben wieder, die Leichenstarre. Let's grab a scalpel. Oh, jetzt ist interessant, jetzt schneiden wir ihn auf. Boldly cut with the scalpel. Y-Schnitt. No more. We always start with the neck and move down towards the symphysis pubis. The incision should be deep. Next, we separate the skin and prepare to remove the ribs. Hand tour. Ah, geil. Machen wir ihn auf. Ja, auch noch? Ja. The adipose tissue has an intense yellow hue. As you probably already guessed, we're going to need the scissors. Ja, also die adipose Schicht, also die Fettschicht, die ist gelb schon. Also heißt, er ist schon ein bisschen länger tot, glaube ich. Wir brauchen die Schere. Oh, dann schneiden wir erstmal den Brustkorb raus. Ah! After geil. Removing both cartilage and bone tissues, we are actually interested in two things that you can see at the very first glance. The lack of organ congestion means that, although the deceased was cold, hypothermia wasn't the cause of death. Also man kann anhand der Organe sehen, dass er nicht durch die Kälte umgekommen ist. Aber die Lungen sehen ja echt schlimm aus, oder? Die Lunge ist richtig schwarz. Hat er geraucht? Wahrscheinlich. Ich muss einfach nur drüber halten. Ja, die Luftröhre. Let's take out the lungs and examine them. Oh, the deceased smoked like a chimney. Let's take a closer look. We see widespread black and tarry deposits caused by smoking cigarettes. Despite the tragic condition of the lungs, they are not the cause of death. Also das war nicht die Todesursache, obwohl die Lunge katastrophal aussieht. Now we need to grab the syringe. At this point, we need to test the level of blood alcohol concentration of the deceased. Im Herz, also wir messen jetzt den Blutalkohol. We move on to collecting blood from the heart. 5 milliliters from the left ventricle should do it. Aus dem linken ventrikulären Kammer, aus der Kammer nehmen wir das Blut. Okay. Aus dem Auge. We also collect the fluid from the deceased to determine the level of alcohol concentration in the vitreous humor. Und die Blase? Ach, der Urin. Now, ah. Prick the bladder and draw about 10 milliliters of fluid.
go to the mixer. Jetzt mixen wir die Organe ein. You have to set the right time and speed on both knobs before the centrifuge. Our samples may break into pieces due to the centrifugal force if we set up the wrong coordinates. I myself am terrible with numbers because I suffer from dyscalculia, which is why I always keep the appropriate coordinates at hand. Ah, er ist Dyskalkül, also das, er kann nicht zählen, also er verwechselt Zahlen ständig. Und man muss die richtige Geschwindigkeit und Zeit einstellen, weil sonst kann die Probe kaputt gehen und... Ah ja, 40 Minuten, Speed 75%. Die Zentrifuge einstellen, was machen wir hier? Ah hier, Time 40. Ich finde das so cool, ne? Speed 75%. Ja, Startmixer. Es ist halt voll spannend, es ist wie so ein Detektivspiel. Ugh, damn it. If something goes to shit, it's on the way. That's probably the blown fuses again. Hold up. I must have had a flashlight somewhere. Ja, die Sicherungen sind wahrscheinlich wieder rausgeflogen. And I was hoping to clock out early today. Ich wollte heute früh nach Hause. What was that? Where did it go? War das eine Katze? Was macht eine Katze hier drin? Ich weiß, es kommen noch mehr Jumpscares. Ich freue mich schon. Aber da steht noch was. Wage es nicht, früher nach Hause zu gehen. Hanman. Okay. Yeah, Burrow. It's definitely the fuses. Right goes first, left next. Ja. Voila. Ah. Macht das Radio aus? Hallo? Where's that unbearable noise coming from? That's strange. I'm pretty sure I closed the window. Das war auch verschlossen. Kannst du das nicht verriegeln auch noch dazu? Das ist total. Well, this probably misses me already. Jack, ist es nicht das Radio? Bist du taub? Was? Das ist unheimlich. Ich mach mal die Türen lieber zu, alle. Achso, hier steht... It's locked. Frische Farbe, nicht eintreten. Wahrscheinlich wegen der Demo. It's locked. Oh, hab ich Gänsehaut, ne? Was ist das Radio? Ach, da. Oh, meine Fresse. Geh zurück zum Mixer. Let's see what we've got here. Ist aber nicht fertig, oder? Well, everything is telling us that the BAC, blood alcohol concentration, is high. That's the smell we're getting from the deceased. Still, to be 100% sure, I have to send the samples to the lab. Unfortunately, I don't have the equipment to conduct a detailed analysis here. Also der Blutalkoholspiegel ist sehr hoch, das riecht man auch gut an der Leiche. Und er wird wahrscheinlich die Proben ans Labor schicken, weil er kann es hier nicht mit 100%iger Sicherheit bestimmen. Just take out the stomach and examine it. Now let's take a closer look at the stomach. Hallo? Hier. Ja, so sieht der Magen aus. Wie so eine Ente. Oder wie ein Flamingo. Was gibt's denn hier zu begutachten? Da ist ja gar nichts. Wie aufschneiden, oder? Hallo? Bisschen aufschneiden. Ah, doch, so. As expected, the stomach has no major external damage. In this case, further inspection is no use. We must cut him open. Ja, also es gibt keinen Schaden am Magen. Cut organ. Organ ist in guter Verfassung. Oh, warte. Wird er echt so aufgesägt? Ah nein. Er ist halt immer noch ein Simulator, ne? Also wir müssen immer noch Minispiele machen. Oh was? Ich bin zu langsam. Ah nein. Ah nee doch, war richtig.
That's interesting. In addition to a large amount of gas and liquid, the stomach also contains small amounts of yellow-grayish food content resembling some kind of meat. Either our deceased hadn't eaten in days, or some of the bulk of his stomach had found a way out. Hä? Yeah, also es ist doch so eine gelbe Masse hier drin? It couldn't have been suffocation, could it? Now we need to focus on the cardiovascular system, especially the heart. We take the organ and look it up and down, carefully. Also das kardiovaskuläre System könnte es wohl eher sein, das Herz in dem Fall, der Kreislauf, ne? Kreislaufsystem. Schauen wir uns mal das Herz an, aber das sieht auch ziemlich gut aus. At first glance, the kein heart Fett. Fine. Das sieht super aus. Die Arterien. The pulmonary trunk and aorta seem to be in good condition. There are no pathological changes that have contributed to our Toby's death. Well, once we've got the body ticked off, we can move on to the head. Sollen wir jetzt echt den Kopf absägen? Oder nee, den Kopf aufsägen wahrscheinlich. Let's take the autopsy saw to cut through the skull to cleave it in two. Anyway, we will start dissecting the brain from the occipital lobe. In this way, the brain's dura mater is slowly revealing itself. Ja, das ist geil. Normalerweise wird noch das Gesicht runtergezogen. Also hinten wird aufgeschnitten, dann wird es runtergezogen und dann kannst du den Schädel öffnen. So wie er es gemacht hat, kann man es glaube ich auch, aber... wo ist denn das Hämatom? Sieht man gar nicht. After the basic examination, we can see that the cerebral gyri in both brain hemispheres are symmetric and the bumps between them are clear. So far so good. The hematoma seems to have had no effect on the organ we're examining. Let's check its transection. Moving on to the incision. Also das scheint, das Hämatom scheint keinen Einfluss auf das Hirn gehabt zu haben. Machen wir eine Transektion, schneiden es auf. Holding a knife with a long, narrow blade in your dominant hand. Cut the cranial nerves on both sides, pulling the brain towards you. Ah, was? Ah, nein. Vorsichtig. Remember, just one small fragment examined under the magnifying glass is enough to dispel or confirm our doubts. We then take the fragment of the brain to the tray and, literally and figuratively, go over it with a fine-tooth comb. Also wir schneiden ein Stückchen Hirn ab und das suchen wir jetzt und bürsten das erstmal schön. What? Just as I initially suspected, we can rule the fatal accident out as well. Aha, tödlicher Unfall. Nimm die Trachee raus, also die Luftröhre. Examine it. Köstlich. Organe in guter Verfassung. Aber dafür, dass er Alkoholiker und Raucher ist. Same as we did with the stomach. While cutting a small organ, such as the trachea, we must perform a precise incision. Ladies and gentlemen, I think we've got it. Based on the report and preliminary documentation, it is safe to assume that the deceased passed out after consumption of alcohol and then fell asleep on his back. Then the gastric contents refluxed and flooded the airways, causing death. That's why we don't forget about the recovery position at dorm parties. Ah, okay, also er hat Alkohol getrunken, ist dann hingefallen rückwärts und ist dann erstickt. Deswegen niemals die sichere Seitenlage vergessen, wenn man Partys macht in den Studenten-WGs. Now it's all clear. The death was caused by suffocation. Die Todesursache ersticken. Let's go to the general card. General, ach hier. Oh, warum läufst du nicht? Found on the. Nee, 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 was? Was ist die general card? We now come to the deceased's neck. Was? Den Hals? Oh, jetzt wird er gleich die Augen aufmachen, mich anschreien. Ach hier, zu General, warte, Buddy. Ja. Cause of Death. Unterschreiben, Asphyxiation, ja. It went quite smoothly today. I'm about to get off. Wunderbar, ich habe keine schöne Unterschrift. Close the chest. In order to bring the chest of our deceased back to its initial state,
at least to a small extent. We must take the needle in our hand. Also um das den Ursprung Ursprungsaussehen der Leiche. Using the baseball stitch technique. This stitching method is very strong and quick to do. Das ist echt flott. I should probably get to that. Sein Büro? I'm coming, I'm coming. Warum hat er hier kein Telefon in der Halle, wo er arbeitet? This is Dr. Jack Hanman. Please leave a message. Good evening. How are you? What the f is that supposed to be? Ugh. Finish the stitching and I'm getting the fuck out of here. Alter. Oh, ich Gänsehaut. Ekelhaft. What the fuck? Oh, Leute, ich Gänsehaut. Geil, danke, dass ihr die Demo gespielt habt von Autopsy Simulator. Wir möchten wissen, was ihr denkt. Was? Besucht auf jeden Fall die Spielseite auf Steam und schreibt was im Discussion Board. Ja, schade. Das war's schon. Aber es fängt schon gut an und das ist ja nur der Beginn, Leute. Und es war für mich schon richtig unheimlich und auch sehr wissenswert. Wir haben einiges mitgenommen, glaube ich. Ja, ich danke euch schon mal sehr fürs Zusehen. Danke fürs Bewerten. Lasst mir auf jeden Fall ein Däumchen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und seid dabei, wenn ich die Vollversion spiele. Ich bin sehr gespannt, wann das kommt und wie es wird. Geil. Ich freue mich. Bis dann, Leute. Macht's gut. Tschüss. Mit der Bruga.